Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu This is the Police. An einem Mittwoch, den 2. Oktober. Beatbusters Tanzstudio veranstaltet Auftritt beim Maisdenkmal. Das ist doch schön. Oh. Beinbruch auf Schönheitswettbewerb. Wie das denn? Auf dem Laufsteg, umgeknickt, wegen den High Heels und dann Bein gebrochen? Kann ich mir gut vorstellen. Analyst, meiste Schmugglerware kommt über den Hafen. Ja, wo soll die denn sonst herkommen? Hallo? Dafür braucht man kein Analytiker zu sein. Ich muss mein Auto in die Werkstatt bringen. Könnt ihr auf mich verzichten? Ja. Ich krieg gerade echt schlimmes Sodbrennen. Ja. Von mir aus. So. Im Katalog gibt's was Neues, sehe ich gerade. Aber ich habe kein Geld. Das wisst ihr. Hoch, ich wollte gar keine Musik auswählen. Weil die Musik einfach zu laut ist. Sonst hätte ich immer gerne Musik im Hintergrund gehabt. Oh, ich kann wieder mit der Stadtverwaltung reden. Ups, falsche Taste. So. Ich habe echt nicht viele Leute. Muss man ja mal sagen. Ich muss mein Schicht B mehr Leute reinbringen. Eine Schülerin der Mittelstufe hat sich im Büro des Chemielabors eingeschlossen und droht laut, sich einem tödlichen Cocktail zu mixen und zu trinken. Die Lehrer zögern, die Tür aufzubrechen und berichten, dass sie sich die Schülerin auch schon früher als labil gezeigt hat. Eine Mitschülerin sagt aus, ich glaube, jemand hat ihr das Herz gebrochen, aber ich weiß keine genauen Details. I know that feeling, I know that feeling. Schicken wir natürlich direkt mal Leute hin. So. Sehr gut. So. Jetzt scheint es gerade mal wieder ein bisschen ruhig zu sein. So. Aha. Eine Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts hat angerufen, um einen Dieb zu melden. Eine junge Frau kam in 4 T-Shirts gekleidet aus einer Umkleide und rannte schnell zum Ausgang. Der Scanner am Eingang löste den Alarm aus, aber die Diebin konnte entkommen und auf die Straße rennen. Hauptsache mit 4 Shirts gleichzeitig. Das bin ich bei Konzerten, wenn ich Shirts von Bands kaufe, dann ziehe ich die auch immer übereinander an. Ist doch legit so. Ein Kassierer hat mit einer Kundin geflirtet, um sie und ihren Ausweis gebeten. Ohne wollte er ihr kein Bein verkaufen. Dann rief er die Polizei, weil es sich laut ihm um einen gefälschten Ausweis handeln muss. Hey, sie kann unmöglich 35 sein, maximal 29, sage ich. Das ist wahrscheinlich fake. Da gehe ich stark davon aus, dass es fake ist. Der Typ will doch einfach nur nicht wahrhaben, dass sie schon 35 ist. Jake, heute haben wir beim St. Johnson Krankenhaus etwas um 18 Uhr am Laufen. Wir wollen dort nicht, dass die Polizei stört. Okay. Der Ausweis der Frau wählt. Ja, sag ich doch. Der Typ war einfach nur dumm. So. Der hat er gefasst. Um 18 Uhr beim Krankenhaus. Kommt wieder drauf an, was es ist. Also $500 sind halt nicht viel, ne? Oh, ich hab doch Geld, sehe ich gerade. Pfandleiher. 3 bewaffnete Männer haben versucht, einen Pfandleiher auszurauben, aber das Sicherheitssystem war zu viel für sie. Die Türen sind verriegelt und die Täter im Inneren gefangen. Sie drohen den Besitzer zu töten, wenn sie nicht sofort freigelassen werden. Alles klar. So. St. Johnson Krankenhaus. Mehrere Patienten des Krankenhauses haben sich beklagt, dass sie Wertgegenstände und Geld verloren haben. Uff. Okay. Es ist nur ein Raub gewesen, dann ist es okay noch.
Als die Bank schloss, näherte sich ein Lieferwagen dem Gebäude. Drei maskierte Männer sprangen heraus, öffnete rasch die Eingangstür und verschwanden im Inneren. Die Zeugin Betty Davis hat sofort die Polizei gerufen. Sie dachte, die Verbrecher könnten bewaffnet gewesen sein, war sich aber nicht sicher. Solange sie nur stehlen, ist mir das vollkommen egal. Aber wenn die jetzt zum Beispiel wieder irgendwelche Morde oder sowas machen, da sind mir 500 zu wenig für. So, danke. So, eine Gruppe älterer Männer sitzt auf einer Bank im Park und spielt Strip-Poker. Was? Es haben bereits 5 Leute angerufen, um sich zu beschweren. So etwas Abstoßendes habe ich noch nie gesehen. Hat eine Frau namens Kathleen mit Betune gesagt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wisst ihr, was ich auch zurzeit einfach nur mega abstoßend finde? Es ist jetzt zurzeit so mega warm draußen, ne? Das kann ich ja kurz mal erzählen. Es ist jetzt zurzeit so mega warm draußen. Und kennt ihr das? Ihr sitzt im Auto oder lauft durch die Straßen und diese ganzen alten Leute sitzen in ihrem Vorgarten, so oberkörperfrei, und du denkst dir nur so, oh, das will ich gar nicht sehen, das will ich gar nicht sehen. Oh, das ist so ekelhaft, das hasse ich an der Hitze, weißt du? Dass dann die Leute meinen, sie müssten gefühlt nackt rumlaufen. Ich meine, wenn ich in ein Schwimmbad gehe, ja, dann ist mir das ja egal, weil da ist man es halt gewohnt. Du gehst ja nicht, aber, oh. Ich find's ekelhaft. Ich find's ekelhaft. Ich würde das nie machen. Aber gut. Vor allem im Vorgarten. Weißt du, wenn die das einfach nur in ihrer Wohnung machen würden. Aber nein, die setzen sich dann immer noch so richtig provokant in den Vorgarten, damit jeder die sieht. Oh, ätzend. Einer der Männer springt jubelnd auf, wirft seine Karten auf die Bank, dreht sein nacktes Hinterteil zum Spielplatz und ruft: Ha, gewonnen! Okay. Ihm einen Mantel überwerfen und ihn dann verhaften. Jo, easy. Und Strip-Poker. Mit älteren Männern. Geil. Ich glaube, heute gibt nichts mehr, oder? Nope. Das war's. Tag beenden. Story, Story, Story. Ja! Boyd. I don't have much time, so listen close. We got him, Jack. The dentist is in our custody. Wow. Congratulations, Ethan. Well, to be honest, I'm not sure if it's our guy. But she's definitely the one who committed the murders in Freeburg. And it's a young woman. Wait a second, did you... A very large, very strong woman. What? Yeah, gotcha. Yeah, I'm sorry, Jack. I gotta go. We've got a briefing. But, something's not right, Jack. Someone's leading us around by the nose. We'll talk later, okay? I'd almost forgotten the feeling. The feeling you get when you stay on the sidelines during a major bust. But I don't think I'll be out of the game for long. Palmer had nothing to do with this. The dentist, whoever he is, was a gift box meant for me. It just got delivered to the wrong address. And I've got a hunch who packed the box. Das war zwar eine kurze Story, aber sehr interessant. 3. Oktober, der Donnerstag. Leute, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.